Willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei Familie Winter. Ja, heute sind wir in unserer Studenten-WG. Es ist ein bisschen was passiert. Ich habe jetzt ungefähr, lasst mich nicht lügen, ich glaube 5 oder 6 Sim-Tage nur für mich gespielt. Ich war immer zwischen den Haushalten mal so hin und her geswitcht. Und ja, es ist so ein bisschen was passiert in diesem Haushalt gerade. Wir haben die letzten Prüfungen gemacht. Kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Wir haben jetzt, aktuell ist die Kira im vorletzten Semester, heißt, sie hat jetzt diese Kurse noch vor sich. Wenn sie die geschafft hat, ist sie fertig. So wie ich das jetzt verstanden habe. Sie hat jetzt aktuell 9 von 12 Leistungspunkten. Wir haben jetzt 3 Kurse noch offen, die sie bestehen muss. Und dann hat sie ihr Studium geschafft. Dann hat sie es wirklich geschafft. Sie hat aktuell einen Durchschnitt von 1. Unser Presti hat 6 von 12 Leistungspunkten, heißt, er ist jetzt rein theoretisch rechnungsweise im 3. Semester und hat 3 Kurse und dann hat er das 3. abgeschlossen und kommt in die letzte Runde ins 4. und hat dann noch 3 Kurse und hat aktuell einen Notendurchschnitt von 1+. Total krass. Ja, dann waren wir hier ein bisschen romantisch natürlich auch unterwegs. Die Gabby kam vorbei, wir haben sie eingeladen und die beiden hatten ja ihr offizielles erstes, wuhu, die beiden hatten ihr erstes Techtelmechtel, war total stolz, das hatten sie unten in unserem ganz coolen Keller, hier unten im Whirlpool. Er ist total glücklich, also das ist ganz anders wie damals mit Faith. Die Gabby interessiert sich für ihn, engagiert sich, dass die Beziehung läuft, das ist nicht nur alles so von seiner Seite aus. Und ja, die Kira hat weiter an ihrem Song geschrieben und hat mit der Stephanie, die Stephanie hat ja die Kira an dem Tag, wo wir die coole Studentenparty hatten, wo wir unsere Geschwister eingeladen haben, die Partner, da ist ja eine ganze Haufenweise Simpson daher gekommen, hat die Stephanie, nachdem die Kira ein neues Bestreben bekommen hat, weil sie die Wette verloren hat, durch die vereinbart wurde mit Stephanie und Marlon, hat die Stephanie, ja, die Kira einfach überraschend geküsst, heißt, die beiden hatten ihren ersten Kuss. Und ja, deshalb, wir gehen heute am Samstag, eventuell auch in den Sonntag, mal gucken, wie wir das alles reinnehmen. Gehen wir so ein bisschen der Kira ihr Liebesleben an. Und ich möchte, das werden wir jetzt gleich angehen, ein bisschen Straßenmusik machen, damit sie sich vielleicht ein bisschen was nebenher verdient. Das hatte ich mit der Sandra so ausgemacht. Ich habe mich aber halt jetzt voll und ganz auf die Uni konzentriert. Die Kira ist kurz vorm Schluss, heißt, wir können da jetzt noch ein bisschen entspannter rangehen, weil sie hat auch schon ihre Abschlussarbeit gemacht. Sie ist erst ein Tag in dem Semester drin, hat aber schon soweit alles fertig. Sie hat die Präsentation gemacht, die ganzen Hausarbeiten sind gemacht und der Preston muss eine Abschlussprüfung und hat auch schon eine Abschlussarbeit geschrieben. Heißt, unser Presti wird heute ein bisschen für sich sein und die beiden haben sich hier gerade ein Frühstück, ein armer Ritterfrühstück zusammen hier gemacht. Und ja, ich glaube, die Kira freut sich wirklich sehr, ist, denke ich, vielleicht auch ein bisschen nervös. Wir brauchen auf jeden Fall unsere Gitarre. Mit Gitarre improvisieren. Ja, mega! Genau das habe ich gewünscht. Wir machen mal hier das Wetter direkt besser, dass wir hier besseres Wetter haben, dass die Leute uns auch besuchen kommen. Nicht hinfallen, bitte. Pass auf. Wenn du jetzt hinfällst und dir wehtust, das wäre gar nicht gut. Genau, schnapp dir mal deine Gitarre. Können wir jetzt hier noch was machen? Um Spenden, bitte. Mal gucken, ob wir ein paar Simoleons bekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Um Spenden bitten. Mal gucken, was das bedeutet. Auf jeden Fall rockt sie das Ding. Das Wetter wird auch schon besser. Man merkt es im Hintergrund. Ne, Kira? Wurde Zeit, dass wir das gemacht haben, ne? Mal schauen. Mal gucken, das mit diesen Spenden machen wir mal jetzt als erstes. Wie funktioniert das? Hä? Und dann kannst du mit deiner Gitarre nochmal improvisieren. Wir haben uns natürlich den perfekten Stand ausgesucht, wo dieses Teil steht. Aber ich finde es cool, dass wir überhaupt so ein Ding gefunden haben. Weil die gehen natürlich alle ins Fitnessstudio und beachten uns jetzt nicht so groß. Sonst müssen wir die Location nochmal ändern. Aber wir testen das jetzt einfach mal. Es sieht auf jeden Fall super, super cool aus, süße Maus.
Schauen wir mal. Machen wir hier wieder ein paar künstlerische Klänge von dir geben. Das hört schon immer so cool an, wenn man spult. Oh, wir haben hier schon jemanden. Na, wer bist du denn? Die Elena Lorelei. Ja, schön, dass du hier bist. Sag, oh, die spielt ja voll cool Gitarre. Ah, guck mal, da ist die Diana. Aber ich weiß nicht, ob Kinder uns Spenden geben können. Ich glaube, das geht nicht, oder? Okay, neuer Ort, neue Location. Wir testen es jetzt einfach mal so ganz spontan, weil wir uns hier jetzt einfach auf den Weg stellen und schauen, ob irgendjemand unser Gespiele schön findet und uns was gibt. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön, was ihr da spielt. Sehr schön. Mal gucken, ob wir, weil hier oben der Platz ist leider belegt. Hier versucht auch jemand sein Glück, und zwar der David. Aber wir können nicht zusammen irgendwie so ein Duett draus machen. Leider nicht. Aber auf jeden Fall hat sie jetzt scheint gerade Hunger. Boah, das sieht ja cool aus. Was sie hier gemalt hat. Wow. Mir scheint es einen schlechten Ort aktuell aus. Und hi, Mom. Sag, hi, Mom. Wie geht's dir denn? Hier Smalltalk über Beziehungsziele. Oder prall mal mit deinen Noten. Sag, Mom, ich hab's bald geschafft. Dann habe ich meinen Bachelor in der Tasche. Ich bin so stolz auf mich. Hab super gute Noten. Ach, die Amy. Du verkaufst es. Das glaub ich aber nicht, dass das von dir ist. Doch, von der Naomi. Wie cool. Wie cool, die Naomi verkauft hier ihre Bilder. Sag, hi, Mom, wie schön, dass du hier bist. Quatschen wir mal ein bisschen, dann sagst du zu ihr, ich gehe gleich auf ein Date, auf eine Verabredung. Ich bin schon ein bisschen nervös. Sie so, hey Schätzchen, sei nicht nervös, sei so selbst, sei du selbst. Dann wird er oder sie auf jeden Fall hinter dir stehen, dich mögen, dich so kennenlernen, wie du bist. Sie sagt, stimmt, da hast du recht. Für dich darf ich jetzt mein Solo-Auftritt starten. Um Verabredung bitten. Genau. Die Stephanie. Genau. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in so einen Park. Da können wir uns einfach ein bisschen kennenlernen. Später werden wir dann auch noch was essen gehen. Also ganz gemütlich. Die beiden wollen sich auch nicht stressen. Gerade die Kira, das ist ihr erstes offizielles richtiges Date. Heißt, wir wollen sie da auch nicht groß unter Druck setzen. Was haben wir denn hier für einen coolen Park? Wir haben hier den. Und da sind wir auch schon. Leider ist das Wetter gar nicht gut. Gar nicht gut. Dann geh mal zu ihr, sag, hi, meine Liebe. Schön, dass du gekommen bist. Können wir dich umarmen? Ja, umarmen sie mal. Sag, voll schön, dass wir auf ein Date gehen. Ich freue mich schon. Ich bin ein bisschen nervös. Sie so, hey, mach dir keine Gedanken. Auch wenn das alles so ein bisschen, wenn das alles für dich neu ist, du brauchst dir keine Gedanken machen. Wir halten das ganz locker. Wir gucken, wie es läuft zwischen uns, wo uns das hinführt. Ob wir im Nachhinein sagen, boah, nee, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und die Kira, ach, da ist die Gabby. Und da freut sich die Kira auf jeden Fall sehr darüber, dass sie, wen haben wir hier? Ah, mein Self-Sim. Was macht mein Self-Sim? Der spielt Schach mit sich selbst. Okay. Okay. Können wir hier irgendwo was machen zusammen? Ja, komm, wir können hier ein bisschen bitten, auf der Schaukel angeschubst zu werden von der Stephanie. Unsere Schwestern sind alle hier. Und sie sagt dann auch, ich bin noch ein bisschen überrascht, dass du mich geküsst hast mit jemandem flirten, weil sie das, machen wir mal hier direkt fest, überhitzt. Ja, Moment. So, haben wir den beiden mal Abhilfe geschaffen. Wieso könnt ihr nicht schaukeln? Das ist doch voll Roman. Wieso hat sie die Hand vor den Mund gehabt und gegähnt? Okay. Wir wollen schaukeln. Los jetzt. Ach, weil die Schaukel jetzt besetzt ist. Ja, das ist typisch, wenn ihr da 100 Jahre rumquatscht. Kein Wunder. Oh, das sieht ja cool aus hier. Das ist ja schön. Haben wir jetzt hier nur eine einzelne Schaukel? Echt jetzt? Okay, wir werden ein bisschen Schach spielen, bis die Schaukel frei ist. Und die beiden werden sich einfach offen und ehrlich mal unterhalten, sich austauschen. Und die Stephanie sagt dann auch, tut mir leid, dass ich da vielleicht jetzt so vorgebrecht bin.
Auch wenn du vielleicht mit Marlon da bist und die Kira dann so, hä, wie Marlon? Wir sind nur Freunde. Also da ist nichts mehr zwischen uns. Und Stephanie guckt dann so ein bisschen irritiert, weil die Stephanie weiß, dass der Marlon mehr für die Kira empfindet. Die Kira weiß das aber nicht. Und die beiden sind auf jeden Fall hier voll im Flow und sind sich am Unterhalten, am Quatschen ohne Ende. Ja, mal gucken, wie es bei der Kira so in ihrem Liebesleben weitergeht. Generell, wie das so ausgehen wird. Ob sie ja mit Stephanie ihr Glück findet oder ob sie vielleicht doch irgendwie mit Marlon was zusammen anfängt. Auch wenn sie für sich aktuell nur freundschaftlich was sieht. Mal gucken, ob sich daraus noch mehr entwickeln kann. Hallo Amando, wie geht's dir? Nee, unseren Babysitterkurs lassen wir heute ausfallen. Also wir müssen auf jeden Fall Kontakt knüpfen, mit der Verabredung sprechen und natürlich flirten. Hallo Lex, du auch hier? Das ist ja ein Zufall. So, dann können wir mal hier ein bisschen flirten dann auch. Okay, Schach sind die beiden nicht so, da sind sie sich sehr, sehr unsicher. Wir gucken einfach mal, wie das Ganze hier so, kannst ihr mal einen Kuss hauchen und dann kannst du auch hier sagen, dass du wenig Erfahrung hast. Sag, ich bin da wirklich komplett neu auf dem ganzen Gebiet und kannst natürlich auch sagen, dass du einen Juhu hattest. Das denke ich auch immer sehr schön zu wissen. Und dann mit Noten prahlen. Und sie sagt, hier überhaupt kein Thema. Mach dir da nicht so einen Kopf. Wir testen uns da einfach langsam Stück für Stück ran. Wir lernen uns heute kennen und gucken einfach, wie es zwischen uns so passt. Wir gehen auch gar nicht so dieses Körperliche ein, sondern einfach nur gucken, was gefällt dir so, was gefällt mir so. Du kannst da mal einen Rücken-Fuß-Krebs-Witz erzählen. Und dann schauen wir mal, nee, die Schaukel ist die ganze Zeit besetzt. Okay, sie weiß auf jeden Fall über das romantische Interesse jetzt Bescheid. Ich habe gesagt, gucken einfach mal ins Profil rein. Oh, sie weiß schon eine ganze Menge. Auf jeden Fall hat sie einen Highschool-Abschluss gemacht, ist aktuell aber arbeitslos. Sie ist Liebesforschung nein. Heißt, sie weiß eigentlich, was sie will. Sie steht auf Frauen und möchte Techtelmechtel nur mit Frauen. Oh, okay. Der Charakter und die Ausstrahlung von Stephanie scheint nicht mit den Vorlieben von Kira vereinbar zu sein. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Aber sie findet sie sehr attraktiv und die beiden sind Turteltäubchen. Was mich jetzt ja mal interessieren würde, was beim Marlon so drin steht. Okay, da haben wir zu wenig Informationen. Okay, mal gucken. Mal schauen, wir gucken einfach mal. Amando leistet uns auf jeden Fall Gesellschaft. Und ich glaube, hier, du kannst ihr dann mal eine Rose anbieten. Wir hören dann mal auf, Schach zu spielen. Wir gehen ein bisschen nicht zur Arbeit. Gehen bezahlten Urlaub. Nee, wir nehmen uns Urlaub. Bresti ist beim Sport. Er kann mal mit Kollegen flirten. Mit Kollegen Kontakt knüpfen, weil wir müssen auch irgendwie mit zwei Kollegen vom Sport irgendwie was machen für seine nächste Beförderungsstufe. Und ui, sie sagt, schau mal, ich habe eine Rose für dich. Würdest du die annehmen? Mein Valentinstagsschatz sein, wie sie ihr die aus der Hand gerissen hat. Wahnsinn. Und sie schaukelt jetzt frei. Ja, bitten auf der Schaukel angeschubst zu werden von Stephanie. Schnell, schnell, Mädels. Schnell. Stopp. Bevor die Stimmung kippt. Bedürfnis schien einmal glücklich, Mann, dass sie nicht auf Toilette muss. Habt ihr gesehen, die Rosen, die da gefallen sind? Oh, wie süß. Und sie möchte guten Freund finden. Kira, das können wir dir gerne erfüllen. Und? Wieso will sie die denn nicht auf der Schaukel anschubsen? Ach, weil die jetzt wieder besetzt ist oder was? Finde ich aber schade, wenn es nicht am Besetzen der Schaukel läge. Kommt, setzt euch mal zusammen hier hin. Können wir weiter ein bisschen das Gespräch vertiefen. Wie viel Zeit haben wir noch? 42 Minuten. Und dann ist der Date schon rum. Ja, dann müssen wir noch so... Oh, was steht hier? Verzaubert wegen Sozialkontakt. Was für eine höfliche Vorstellung. Nur die charmantesten Sims haben solche Wirkungen aufs Flirten eingestimmt. Was macht ihr? Was für ein Antrag? Hm.
Nein, Leute, ihr verarscht mich, ne? Holt die Kerzen raus, sorgt für romantisch, Romantik. Kira hat ihr erstes Techtelmechtel. Nein, die verarschen mich doch, die zwei. Wie krass, jetzt techteln die hier einfach. Nein, jetzt techteln die hier einfach, ich fasse es ja nicht. Na gut, wo die Liebe halt hingeht, da waren die Vibes scheint so stark, dass halt eins zum anderen geführt hat. Ja, ich glaube, der Kira hat's gefallen. Och, wie süß. Ei, wie süß. Wie süß. Was macht ihr jetzt? Haben die einfach getächtelt, die zwei? Ich fasse es ja nicht. Haben die einfach getächtelt. Kann sie mal ein Outfits-Kompliment machen? Die wollen nicht so wirklich, habe ich den Eindruck. Sie kann fragen, ob sie die Freundin sein will. Ja, komm, das machen wir. Ich glaube, das wäre wirklich in Kiras Interessen. Und dann kannst du nochmal sagen, ich den angezogen zu fühlen. Sag, hier, Stephanie, ich habe wirklich jetzt lange mich zurückgehalten. Ich möchte jetzt wirklich raus aus mir das probieren. Meine Geschwister, die haben alle ihre Partner. Und deshalb, ich möchte jetzt mit dir das wagen. Wir versuchen's einfach. Wie süß. Sie freut sich auf jeden Fall. Okay, sie freut sich. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Gucken wir mal das Profil nochmal an. Okay, also die Kira gegenüber der Stephanie ist voll verknallt und die Stephanie hat zum einen tiefe Verbundenheit wie die Kira und hat große Nähe durch glückliche Erinnerungen. Wie süß. Oh, wie süß. Was hast du hier? Was möchtest du machen mit... Nee, verloben haben wir noch nicht, Schatzi, aber gute Freunde werden könnt ihr auf jeden Fall. Hier ganz beste Freunde werden. Und dann gehen wir hier noch ein bisschen romantisch zur Sache. Wollt ihr hier ein bisschen nochmal einen intimen Kuss machen? Und jetzt fängt es an zu regnen. Das Wetter will mich echt verarschen. Wie süß. Goldig. Voll süß. Romantisch Fertigkeit. So, sie hat sogar schon Stufe 2 erreicht. Und sie ist voll kokett. Aber die Stephanie, die ist nur verspielt. Also die ist nicht kokett. Schon cool. Also ich freue mich sehr. Oh, was? Ich habe viel darüber nachgedacht und wollte dich fragen, ob wir zusammenleben sollten. Die Stephanie fragt uns doch tatsächlich jetzt am ersten Date. Nach dem ersten, nee, den ersten Kuss hatten sie ja schon, nach dem ersten Techtelmechtel, ob sie zusammenziehen wollen. So leid mir es tut, die Kira wird sagen, hier, das ist total romantisch und schön, dass du darüber so nachgedacht hast. Auch so unsere Zukunft schon zusammen verflochten siehst. Aber das geht mir zum einen ein bisschen zu schnell. Zum einen, ich habe mein Studium noch nicht beendet. Ich wohne mit meinem Bruder in der WG. Ich müsste ihn erstmal fragen, ich kann das nicht einfach so für mich entscheiden. Und sie sagt dann erstmal, dass das aktuell nicht der richtige Zeitpunkt dafür wäre. Genau, noch nicht möchte, dass Stephanie bei ihr einzieht. Ich hoffe, oh nein, Kira hat Stephanie enttäuscht, weil sie es abgelehnt hat, mit ihr unter einem Dach zu wohnen. Scheiße. Und sie hat jetzt, das ist jetzt nicht Danny in Ernst, sie hat jetzt alle guten Sachen verloren, weil sie nicht... Ei, das ist ja Wahnsinn. Aber sie lässt die romantischen Interaktionen wenigstens noch ein. Können wir jetzt hier bitte schaukeln zum Schluss? Ich will jetzt schaukeln, Leute. Los jetzt. Wieso will die denn nicht schaukeln mit uns? Sag, Stephanie, auch wenn wir jetzt nicht zusammenziehen, ich habe wirklich starke Gefühle für dich. Du bist so die erste Person in meinem Umfeld, die mich so nimmt, wie ich bin, die auch Interesse dran hat an der romantischen Beziehung mit mir. Und Stephanie sagt, es ist okay. Sie ist zwar jetzt ein bisschen gekränkt, aber es ist okay. Es ist... Hätte natürlich besser laufen können, aber die beiden verstehen sich dennoch meiner Meinung nach
sind ein Herz und eine Seele irgendwie. Und dann könnt ihr euch nochmal hier ein bisschen romantisch küssen, ne? So zum Abschied. Ja, ja, mal gucken den Sonntag, ob wir da irgendwie noch was mit reinnehmen. Vielleicht mit Gabby und Preston, mal gucken. Oder ob wir dann nochmal hier auf ein Date gehen mit der Stephanie. Auf jeden Fall sind die beiden jetzt fest in der Beziehung. Die Stephanie hat dann direkt den nächsten Schritt gewagt und wollte mit der Kira zusammenziehen. Aber ich denke, das wäre viel zu früh gewesen. Viel, viel, viel zu früh wäre das, glaube ich, gewesen. Deshalb, ich denke stark, dass das jetzt der bessere Weg ist, dass die beiden den Schritt zurückgemacht haben. Langsamer anfangen. Sie sind beide jetzt sehr kokett sogar. Und ja, ich bin auf jeden Fall... Oh mein Gott, das kam von Stephanie, nicht von uns. Guckt mal, da hinten sind so Polarlichter. Das sieht ja schön aus. Ja, du stinkiest ein bisschen. Moment. Und sie sagt, hier, Moment, ich guck mal meinen Kalender an. Können wir uns ja vielleicht einen Tag später wieder treffen. Aber ich finde, die Vibes stehen schon zwischen den beiden. Also... Hier noch nichts gehen. Wir sind noch nicht fertig. Wir wollen hier noch ein bisschen Romantik und Action haben, ne? Könnt ihr das jetzt mal machen, was ich euch aufgetragen habe? Ja, ja, die Kira, unser kleines Küken, so wie ich es immer gerne nenne und mir so Gedanken mache. Sie ist wirklich so ein kleines Küken, was jetzt aus der Eierschale rausgeploppt ist und sich so ihren Weg durch die Welt bahnt. Irgendwie, keine Ahnung, will es hier wieder nicht. Es will irgendwie nicht so, wie ich es haben wollen würde. Ich hätte gerne, dass sie diesen romantischen Mod nutzt. Und euer Ding macht. Ja, das ist doch schön, oder? Ganz romantisch. Ich glaube, die Kira ist wirklich sehr, sehr, sehr glücklich. Und ich denke gerade, so zum Beginn der Beziehung ist es mit Stephanie nicht so eine schlechte Wahl. Also ich kann sie da so ein bisschen lenken, sagen, hier, guck mal, darauf könntest du achten. Beziehungsweise darauf kommt es an in der Beziehung. Gut, das könnte sie mit jedem anderen auch, aber gerade in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ist es vielleicht da, dann hat sie dann schon die richtige Wahl, denke ich, mit ihr getroffen. Stephanie ist in dem Sinn mehr erfahren, hatte auch schon 2, 3 Beziehungen und es ist einfach so, so süß. So cute. Nee, ich finde, die beiden sind echt ein süßes Paar. Ich bin mal gespannt, was ihr so zu sagt. Jetzt sind sie beide auf jeden Fall vollkommen kokett. Könnt ihr hier irgendwie zusammensitzen und euch vielleicht in den Arm nehmen, so zum Abschied? Guck mal hier, so Nüchtigkeit flüstern oder wie das heißt. Nochmal die Bewunderung ausdrücken. Genau, hier Nüchtigkeit flüstern, meine Nerven. Nee. Gefällt mir bisher, muss ich sagen. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Oh ja, Pizza. Oh, jetzt hätte ich auch Lust auf Pizza. Vielleicht bestellen wir ja heute Abend Pizza. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Und auf jeden Fall, sie ist kokett. Die Stephanie ist kokett. Bis auf das, was habt ihr für ein Moodlet? Oh, Armando gegenüber Kira. Anspruchsvoll. Okay. Na gut, bis auf das, wo die, ja, das ist okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das alles andere überwiegt. Also sie haben ja trotzdem schon vieles zusammen erlebt und gemacht. Und ich weiß nicht, das finde ich schon hart. Aber ich würde sagen, mit dem cuten Bild hier, wie die zwei sich ganz verliebt in die Augen schauen, den Tag ausklingeln lassen, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir machen vielleicht den Sonntag doch noch nicht, vielleicht dann separat irgendwie. Oh, sie hat gerade in ihrem Bestreben was erfüllt. Da kam was hinzu. Ja, sehr gut. Dass wir dann im nächsten Part beim nächsten Haushalt sind wir bei Celine, Elias, Olivia und unsere Emma. Da sind wir jetzt, habe ich es. Ich habe gerade überlegt, dachte mir so, hä, welche Reihenfolge haben wir jetzt? Welcher Haushalt fehlt? Genau. Jetzt war der dritte Haushalt dran, dann sind die dran und dann... Nee, das ist der vierte Haushalt schon. Oha, wir sind schon fast durch. Oh, dann muss ich ja euch in der nächsten Folge die Ankündigung machen, was jetzt mit Familie Winter so zukunftsmäßig ansteht. Oh nein. Nicht gedacht, dass das jetzt doch so schnell schon kommt. Okay, okay, okay. Ah, wisst ihr, was ihr noch machen könnt? Ihr könnt mal ein paar Fotos zusammen machen. Hier, Foto machen mit Stephanie.
genau hier als Andenken an euer erstes Date. Also für ein erstes Date sind die beiden sehr, sehr, sehr weit gegangen. Sie hatten zum einen ihr erstes Techtelmechtel miteinander und die Kira hat gefragt, wollen wir es nicht fest in der Beziehung versuchen? Wäre das nicht was? Sollen wir es versuchen? Und Stephanie sagt, hier mehr als versuchen können wir es nicht. Wir gehen das locker an alles und mit dem locker, denke ich, fahren sie eine gute Schiene. Sie haben vereinbart, locker heißt jetzt nicht in dem Sinne, dass die beiden nebenbei Beziehungen haben werden, sondern dass sie nur auf sich den Fokus legen, aber es einfach gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Genau. Auf jeden Fall, ich finde es total süß. Die beiden geben ein super, super süßes Pärchen ab. Ich ziehe ihr mal jetzt ihren Hunger hoch, dass sie mir nicht die ganze Zeit da so holt. Was macht ihr? Oh, wie süß. Schon wieder ein eigener Knutscher von der Sophia, von der Stephanie ausgehend. Oh, jetzt gibt es noch einen Wangenknutscher. Guck mal hier, du kannst hier ein bisschen albernes Verhalten noch machen, dass ihr mal die Luft zwischen euch ein bisschen runterkühlt. Da wird einem ja selbst ein bisschen heiß bei. Nee, machen wir noch ein paar Witze zum Abschied, aber ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss für heute. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn wir bei Celine, Elias, Olivia und Emma sind. Bis dann. Ciao, ciao.